Was vor der Aufnahme geschah. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier, Mensch! Steck doch rein jetzt, Opa! Nein! Was zum Teufel? Was passiert? Junge! Yo. What the f- Bleib mal stehen und guck mal bei mir, wie dein Gelenk aussieht. Ah, jetzt ist wieder ganz okay, aber gerade war es komplett verbogen, dein Hinterteil war ganz woanders. Guck mal bei mir, Junge, wie du fährst. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Ihr seht es schon, wir stehen wieder vor unserem Bus und natürlich ist mein Bruder wieder dabei. Ja, guten Tag. Es wird heute sehr lustig, denn diesmal haben wir schon einen groben Plan, wie wir fahren wollen. Und natürlich stehen wir hier mit unseren Gelenkbussen. Was hast du denn heute schon für so ein... Was hast du für dir für so ein Bus... ausgesucht? Ich habe den linken hier. Du hast einen wunderbaren... Citaro G Mercedes, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich habe mir heute den MAN ausgesucht hier. Ja, komm, fahr los. Den Lion City. Der hat sogar 5 Türen. Und das geht auch schon hier ab. Mein Bruder möchte schon direkt losfahren. Er lässt mir keine Zeit und fährt mir instant wieder rein. Ja, wie soll ich denn um die Kurve fahren? Tö. Hätte ich gewartet. Doch. So, wo ist die Haltestelle? Du hättest bei Bucht 2 halten müssen. Okay, ich fahre dann mal in die richtige Bucht. Was ist denn jetzt passiert? Es geht direkt gut los. Wo ist denn Bucht 2? So, bitte einsteigen, meine lieben Fahrgäste. Oh, lol. Alter, was machst du denn für eine Scheiße? Verpiss dich doch. Ja, wer hängt einfach an meinem Bus dran? Ich bin schon an der Römerstraße. So, ich fahr wieder wie der letzte Assi. Warum ist die hintere Tür auf? Oh mein Gott. Die habe ich nicht auf. Einsteigen. So, Gas geben! Nein, ich häng fest. Warum kriegt man eigentlich eine Strafe für ein Starkloch? Ist doch nicht mein Problem, dass die Ist so. Was ist das denn für ein Spiel hier, Mann? Ah! Wo wohnt eigentlich der das entscheidet? Den fahr ich hinten rein. Den fahr ich in sein dreckiges Haus rein. Wie du fährst! So weiterfahren. Halt die F. Hier ist minimaler Stau auch gerade. Au! Du überholst mich hier nicht! Sag mal, geht's dir noch? So, einsteigen, meine lieben Damen und Herren. Ich stehe. Ich habe eine super Halteposition. Wo fährst du her? Du bist falsch abgebogen. Ich bin nach Navi gefahren. Ich warte jetzt hier auf dich. Ich seh schon wieder, wie du gleich um die Ecke kommst und wieder alles wegrammst. Boah, kann der auch schnell fahren? Oh Mann, ich glaube, ich sehe dich da hinten so langsam. Oh nein! Da ist er! 0,1 Kilometer, hier ist schon richtig der Stau! Und da kommt er! Junge! Aua! Ja, nee, da kommst du nicht hin! Verpiss dich! Jo, der drängelt sich hier vor. Kurze Lage. Ey! Nein! Nein! Ich bin hier gefangen! Das hat sich gleich erledigt. Wenn ich zur Seite gehe, bin ich in der Luft. Oh, da kommt er wieder! Junge, wie nah fährst du da dran? Autsch. Oh, da vorne ist ein Bahnübergang, da kommt ein Zug! Wo kommt der Zug? Von wo kommt der? Bitte warten! Wo ist der Zug? Da ist der Zug! Was ist denn bei los bei dir? Oh Mann, ich wurde einfach zurückgesetzt! Ja, ich stehe gerade auf der anderen Warte, ich komm zu dir! Genau, so läuft das hier! So, ich stelle mich jetzt auf die Gleise hier! Komm doch, Zug, komm doch! Wo ist dieser blöde... Ey! Schönen guten Tag. Wie du lenkst. Ah, mein Bus! Nein! Ich muss in meinen Bus! Dann geh doch rein. Oh. Ich lenk doch gar nicht! So, aus dem Weg hier! Wer hat meine Tür so gemacht? Halt die Fresse, es gibt keinen Haltewunsch hier. Ausgestiegen wird, wenn ich es will. Ah!
aussteigen. Ah! Mach doch die Tür auf. Ich komme jetzt zu dir und mach dich fertig. Ich sehe dich. Jetzt kann ich dich mal rammen. So, aus dem Weg hier. Aus dem Weg. Aus dem Weg! Ah! Was geschieht? Das Auto hier. Was ist mit deinem Bus, mit deinem Gelenk? Ah, ich heb ab. Ich schieb dich zur Seite. Dein Gelenk, guck mal. Was ist mit deinem Gelenk los? Guck mal. Junge. Jetzt macht er über den Dance. Warum ist meine Tür? Die steigen sogar aus. Ich häng fest. Was geht denn hier? Oh, 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 es regnet. Oh, jetzt haben wir noch einen längeren Bremsweg. Oh. Ah. Du hebst ab bei mir. Dein halber Bus. Ah. Jetzt hast du mich überholt, du. So, ich, ja, jetzt komme ich zu dir. Ich hatte Vorfahrt. Du bist über Rot gefahren. Was hast du gemacht? Okay. Fahr doch mal richtig! Was ist mit dem Autofahrer hier? Was macht der hier? Du kommst ja nicht vorbei. Jetzt gab's eine Supernote. Junge, ja, ja, 900 Euro. Mein Arsch! Junge, nix Vorfahrt hier. Ich kann nicht fahren, weil du mich bedrängst, du. Einmal mit Profis. Ab geht die Party geht ab. So, jetzt geht's in den Plögerpark. Ich sage immer Pilgerpark oder Prügelpark. Steig doch! Junge, was ist mit dem Opa? Steig doch ein! Ach, der möchte eine Karte. Der sagt das doch! Bitte hilf mir. So, habe ich jetzt 40.000. Du hast mir gut geholfen, danke. So, aus dem Weg hier. Aus dem Weg! Junge, was ist mit diesem LKW-Fahrer? Was machen die denn hier? Ach Mensch, Tim, bitte hilf mir. Wir sind in der Altstadt, Leute. Hier sind die Kurven viel zu eng. Du kriegst keine Fahrkarte. Was ist mit deinem Gelenk? Schau, guck mal bei mir, Alter. Was ist denn das? Das hebt immer ab. Jetzt kommt da so ein LKW. Und ein Auto. Mach die Musik aus. Oder ich... Was ist hier für ein... Was ist mit der Straße los? Alles liegt hier. Du fährst da rückwärts in die Haltestelle. Guck mal, bei mir, Junge, alle Autos stehen quer. Ich muss einsteigen jetzt. Jetzt bewegt euer Los, mach die Raupe. Geht nicht. Der vor mir fährt nicht weiter. Weil ich im Weg stehe. Dann hau doch mal ab da. Du musst die jetzt wegrammen. Ich kann aber nicht wegrammen, wenn du da stehst. Mach Rückwärtsgang. Und nimm Anlauf. Ich kann nicht Anlauf machen, weil hinter mir Leute stehen. Hätte jetzt bis rückwärts gefahren. noch stärkeres du. Jetzt hol ich dich aber, du kleiner. Ja, ich hol dich jetzt auch. Ich dich in den Arsch. Jetzt stehen die hier im Weg. Los, weiterfahren. Das geht doch schneller. Wer liegt? Hier liegt einer auf der Seite. Du mieser Harald. Wer entscheidet das? Deine Mutter. Jetzt muss ich diesen dreckigen Bus zurücksetzen. Du hast das Spiel kaputt. Du musst zu mir zurückkommen und den auf der Seite gelegenen LKW wegmachen. So scheiße. Er ist despawned. So. Weg mit dir. Warum kriege ich dafür eine Strafe, dass er gegen die Lampe fährt? Ja, weil du schuld bist. Deine Mutter. Ich werde hier aggressiv, Junge. Ich habe alle eure Mütter. Ich bin der Beste hier. Der Lachs, der löppt jetzt hier. Vortrag Crash! Warte! Guten Tag! Wie geht's Ihnen denn heute so? Die Passagiere müssen reiern, ich würde da mal reingucken. Oh, where is Mick? Ich hau jetzt ab. Meine Passagiere nehme ich alle mit. Er macht eine Geiselnahme, ich muss ihn aufhalten! Ja. Junge, wir haben eine Route ausgesucht und fahren sie einfach überhaupt nicht. Weg mit dir! Der LKW nervt! So, aus dem Weg hier mit euch. Jo! Was ist denn mit ihm los? Digga, was ist das für eine Folge? Du hast vergessen, die Haustür abzuschließen. Ja. Du F***. Ich glaube, das ist jetzt dein geringstes Problem. Und ich bin komplett woanders gespawnt. Ey, das ist doch... Was geht denn hier schon wieder ab, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Wie hängt der LKW denn da?
Ey! Ey, du fährst jetzt! Wie soll ich denn fahren? Junge, gib doch Gas! Wie denn? Junge, ich häng mit dem Bus fest! Wo ist die Haltestelle? Ich komm jetzt zu dir. Oh, ich seh dich! Warte kurz! Bleib, bremst bitte! Ich komm zu dir! Ich seh dich! Bei dir! Hey, wo bist du? Ey! Digga, willst du mich verarschen? Ey, dieser ist an mir vorbeigefahren! Ah, nee, ey! Ja, ich kidnapp jetzt die Oma hier. Was ist das? Ja, renn doch! Kannst du auch den Korb, die Kopf über die Nase halten? Warte, was? Ist dir dein Gelenk schon wieder? Alter, wie das schon wieder wackelt. Ich werde gleich wieder in der Matrix gefangen sein. Wenn ich das schon sehe, ne? Ich komm nicht rein! Ich komm nicht rein! Ah. Der fährt halt auch nicht, ne? Wie du rufst. Und das, der fährt da doch einfach nicht, ne? Junge, ah. Hilfe. So Leute, das Video nimmt jetzt ein abruptes Ende. Wir haben jetzt gerade das Video fertig geschnitten. Wir haben nach der Aufnahme noch gemerkt, oh, die Aufnahme ist mitten abgebrochen, weil ich keinen Speicher mehr hatte. Deswegen seht ihr jetzt auch im Hintergrund gerade schon, wir haben 1,3 Millionen Euro Verlust gemacht. Also das war noch nicht so viel. Also das habe ich schon besser hinbekommen. Da geht noch mehr. Nächstes Mal geht mehr. Ja, auf jeden Fall. Beim nächsten Mal kommt noch die Perspektive von meinem Bruder. Ihr könnt euch noch auf ein lustiges weiteres Video freuen. Wenn euch dieses auf jeden Fall gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Ne? Abonniert gerne, aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Bus-Simulator-Video nicht verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios, amigos.